Leute, ihr habt den besten Channel über Videospiele auf YouTube gesucht, aber leider nur Games gefunden. Ich sage hallo, das Motto heute ist Abonnieren geht über Oszillieren. Freunde, heute mal ein Spiel, was die meisten von euch wahrscheinlich gar nicht so richtig auf dem Schirm haben. Ich muss zugeben, ich habe auch davon noch nichts gehört, bis ich eine Pressemitteilung bekommen habe. Und in dieser Pressemitteilung sprangen mir zwei Schlagwörter ins Auge, zum einen Retro und zum anderen Splatter. Und da dachte ich, okay, das klingt interessant, das schaue ich mir mal an. Das Game, über das ich euch heute berichten möchte, heißt Infernax und, das kann ich schon mal vorwegnehmen, ich bin ziemlich froh, dass ich es gespielt habe. Mir hat das nämlich ausnehmend gut gefallen und ich glaube, den meisten von euch wird das auch ziemlich gut gefallen. Und in diesem Video sage ich euch, was an Infernax so gelungen ist. Ja, ich weiß, Himmel hilf, nicht noch ein retro-inspirierter Sidescroller in Pixel-Art-Optik. Wenn ihr das jetzt spontan denkt, dann müsst ihr euch nicht schlecht fühlen, denn mir ging es genauso, als ich die ersten paar Sekunden gesehen habe. Also, am Anfang war es ja noch ganz nett, dass kleine Indie-Projekte das Spielgefühl und vor allem das pixelige Aussehen der alten Modulschätzchen aus der 8- und 16-Bit-Zeit wieder aufleben lassen wollten. Aber wie jeder Trend hat sich auch der wahnsinnig schnell abgenutzt und der Markt erstickt mittlerweile in Retro-Games und oh, nicht schon wieder. Infernax hat aber ein paar Tricks auf Lager, die es aus der Masse der oftmals recht uninspirierten Mitbewerber hervorheben. Die Kurzzusammenfassung könnte nämlich lauten, ein Metroidvania, das sich an den Klassikern Castlevania 2, Simon's Quest und Zelda 2, The Adventure of Link orientiert, einen Schuss Blasphemous mit reinbringt und das Ganze mit Blutfontänen, Splatter-Orgien und krassem Body-Horror abrundet. Na? Klingt gut, oder? Ich hätte echt nicht gedacht, wie gut mir Infernax gefallen würde. Also, worum geht's? Wir spielen einen jungen Ritter, dessen Heimatlande von ekligen Dämonen, Skeletten und anderem unterweltlichem Gezücht überrannt wird. Damit dürfte unsere Aufgabe wohl klar sein. Wir müssen die pixelige Plage bannen und eine dämonische Apokalypse verhindern. Und das ist hier mal ganz wörtlich gemeint. Infernax bedient sich großzügig an okkulten Motiven, was mir als altem Horrorfan natürlich ganz besonders gut gefällt. Pentagramme, besessene Menschen, der Oberdämon Paimon wird genamedroppt, der spätestens seit dem Horrorfilm Hereditary ein Begriff sein sollte. Also man merkt einfach, dass die Entwickler vom Berserk Studio offenbar große Fans des Gruselgenres sind und hier aus dem Vollen schöpfen. In Sachen Gameplay gibt's auf den ersten Blick nicht viel Innovatives zu entdecken. Wir steuern unseren Rittersburschen schön klassisch in 2D, kloppen Monster und Geister weg und decken dabei immer mehr von der nicht wahnsinnig großen Karte auf. Gewonnene Erfahrungspunkte tauschen wir gegen mehr Leben, stärkere Angriffe oder einen längeren Magiebalken ein. Unser Gold investieren wir in Extraleben, mächtigere Waffen oder Zaubertränke. Und jetzt wird's langsam spannend. Zum einen erhalten wir Nebenquests. Wir treffen immer wieder auf Dorfbewohner, Priester oder Soldaten, die ein paar kleine bis mittelgroße Aufgaben für uns haben. Ein Monster finden und erledigen, das die Menschen terrorisiert, einen Besessenen von seinen Dämonen befreien, sowas. Dafür gibt's dann Gold und oder Erfahrungspunkte, mit denen wir unseren Ritter aufleveln, habe ich ja gerade schon erklärt. Es lohnt sich also immer, in jedem Dorf ein paar Schwätzchen mit den Anwohnern zu halten. Wer weiß, von welchen seltsamen Vorkommnissen sie euch berichten. Ich würde jetzt nicht so weit gehen zu sagen, dass die Spielwelt Upel, in dem das blutige Abenteuer stattfindet, jetzt besonders detailliert oder ausgearbeitet ist. Ich meine, sind wir mal ehrlich, das ist ein typisches 0815 Fantasyland nach mitteleuropäischem Vorbild. Aber die zahlreichen Nebenaufgaben und kleinen Gespräche machen sie doch etwas lebendiger. Ein ganz rudimentäres Zeitsystem ist sogar auch dabei. Regelmäßig wird es Nacht und dann natürlich auch wieder Tag. In der Nacht sind die meisten Häuser der Einwohner verschlossen. Außerdem huschen schwarze Schattenwesen und ganz schwere Dampfmänner durch die Szenerie. Achso, und manche Quests könnt ihr nur zu einer ganz bestimmten Tageszeit erledigen. Viel mehr ändert sich jetzt eigentlich nicht. Das ist natürlich eine ganz klare Anspielung auf Castlevania 2, Simon's Quest von 1987 für das NES, das eine ganz ähnliche Spielmechanik hatte. Ganz so nervig wie in diesem Klassiker ist der Tag-Nacht-Wechsel in Infernax aber nicht. Das weitaus interessanteste und wichtigste Feature sind aber die Entscheidungen, die ihr regelmäßig treffen müsst. Ja, Infernax hat ein Moralsystem. Immer wieder werdet ihr vor knifflige Entscheidungen gestellt, die teilweise weitreichende Konsequenzen haben. Schon nach den ersten paar Sekunden fleht euch ein armer Trottel an, ihn von seinem Leid zu erlösen. Ihr könnt ihn nun töten oder verschonen.
Oder ein paar fadenscheinige Vagabunden laden euch ein, einen Drink mit ihnen einzunehmen. Sagt ihr saufen, Junge? Oder vertreibt ihr die gammelige Bande? Überlegt euch gut, wie ihr antwortet, denn wie schon gesagt, jede Tat hat Konsequenzen. Stellt ihr euch zum Beispiel gegen die Vagabunden, freut das die verängstigten Dorfbewohner, die jetzt endlich wieder in Ruhe schlafen können. Dafür greifen euch die vertriebenen Schurken aber später an und killen einen unschuldigen Händler, der dann fortan wirklich aus dem Spiel ist. Aber all diese Konsequenzen betreffen nicht nur den unmittelbaren Spielablauf, sondern auch das Ende, das ihr erreicht. Richtig, Infernax hat verschiedene Enden, ein gutes und ein schlechtes. Und eigentlich sogar noch mehr, aber viel mehr zu sagen wäre ein Spoiler, das solltet ihr schon selber rausfinden. Aber ich kann euch sagen, dass nicht alle Entscheidungen so vermeintlich eindeutig sind, wie es anfangs scheint. Gegen Ende hin zum Beispiel habe ich jemanden verschont, der mir nicht gefährlich schien und tatsächlich ist mir so auch ein Kampf erspart geblieben. Dafür wurde aber ein Unschuldiger abgeschlachtet, vor meinen Augen! Infernax ist wirklich ein Spiel, das tiefer ist, als es auf den ersten Blick scheint und es lohnt sich, sich ein bisschen genauer mit seinen Mechaniken zu beschäftigen. Infernax macht fast alles richtig, aber ein paar kleine Fehlerchen hat's dann doch. Zum einen ist mir unser Ritter ein Tick zu träge. Wenn ich den Angriffsknopf drücke, dauert es gefühlt immer 2 Mikrosekunden zu lange, bis er wirklich mal zuhaut. Manchmal steckt man einen Treffer ein, weil die Spielfigur einen Hauch zu langsam reagiert und nicht man selber und das ist dann schon ein bisschen ärgerlich. Dazu kommt, dass er nur in 2 Richtungen schlagen kann. Kommt ein Gegner also mal von schräg unten oder oben angeflattert, wie etwa diese verdammten schwebenden Augäpfel, springt ihr manchmal wüst umher, um den richtigen Angriffspunkt zu finden. Und wenn mal ein Feind ganz plötzlich durch den Boden angedüst kommt, ist ein Treffer eigentlich unvermeidlich. Das ist in der Oberwelt, in der ein Großteil des Abenteuers stattfindet, jetzt nicht so schlimm, denn hier ist das alles nicht sehr schwierig, teilweise fast sogar zu leicht. Dafür dreht der Schwierigkeitsgrad in den Dungeons, oder Castles, wie sie im Spiel heißen, dann richtig auf. Die Castles sind viel, viel schwerer zu meistern als die Wege dahin. Ja, wenig überraschend. Eigentlich müsste man sagen, dass Infernax erst in den Dungeons richtig losgeht. Alles dazwischen ist nur Pillepalle. Hier werden eure Reflexe gefragt, ihr müsst knifflige Sprungpassagen meistern und beweisen, dass ihr eure gewonnenen Fähigkeiten an den richtigen Stellen anwenden könnt. Und genau hier kommt dann schon mal Frust auf, weil es in den meisten Dungeons keine Speicherpunkte gibt. In Infernax ist es nämlich so, dass ihr zum letzten Speicherstand zurückgesetzt werdet, wenn ihr alle Leben verloren habt. Alles, was ihr seitdem geschafft, gewonnen und eingesammelt habt, futsch. Also zumindest im normalen Schwierigkeitsgrad. Es gibt auch eine etwas leichtere Variante, aber wer schaltet schon auf easy? Und gerade die späteren Dungeons haben eine Menge tödlicher Fallen wie Säurebäder und ähnliche Scherze. Wenn ihr euch also eine Viertelstunde lang vorsichtig von einem Raum zum anderen kämpft, Schlüssel oder neue Zaubersprüche einsammelt und dann kommt ein fieser Überraschungstreffer von irgendwo und ihr krepiert, müsst ihr alles nochmal machen. Und ich weiß, das Argument für dieses System ist, dass ihr so gezwungen werdet, jeden Dungeon quasi auswendig zu lernen. So ein bisschen wie in Dark Souls, wenn man irgendwann den Weg zwischen 2 Bonfires im Schlaf zurücklegen kann. Nur fliegen zum Beispiel diese blöden Augen oft so unberechenbar auf einen zu, dass echtes Auswendiglernen kaum möglich ist. Retro-Games brüsten sich ja gerne damit, ganz besonders schwer zu sein und den Spieler mal wieder so richtig zu fordern. Aber bei Infernax stimmt die Balance nicht so ganz. Die Oberwelt ist zu easy und in den späteren Dungeons hätte man sich gelegentlich einen Speicherpunkt gewünscht, um nicht nach jedem gefundenen Schlüssel sicherheitshalber wieder komplett rausrennen zu müssen, um dort abzuspeichern. Dafür sind die Bosse überraschend leicht. Ich hatte mit keinem ein Problem und bestimmt die Hälfte davon beim ersten Anlauf gelegt. Sie sind schön eklig designt und wenn ihr sie erledigt... So, und damit jetzt zu dem Punkt, der euch doch am meisten interessiert. Ich kenne euch doch. Was ist denn hier mit dem am Anfang versprochenen Blut und Splatter und so? Davon haben wir noch nicht viel gesehen. Ist aber drin. In Infernax spritzt das Pixelblut kübelweise über den Bildschirm. Wenn sich Leute in Monster verwandeln, zerreißt es ihre ganzen Körper. Unser Ritter ist nach heftigen Attacken blutbesudelt und die Bosse verspritzen ihre Eingeweide, dass man direkt danach mit einem Feudel durchgehen möchte. Das ist alles so übertrieben inszeniert, dass es nie wirklich geschmacklos wird. Aber wer mehr so den wohligen, klassischen, gemütlichen Schauer von alten Castlevania-Spielen sucht, dem könnte Infernax ja wohl fast zu hart sein. Und was das Beste daran ist, die Gewalt in Infernax wird nie reiner Selbstzweck, sie ist nie wichtiger als das Gameplay und sie steht nie im Mittelpunkt.
Sie ist mehr wie der blutig-rote Zuckerguss obendrauf. Ein kleines Schmankerl für Horror- und Splatter-Fans. Und das finde ich besonders schön, weil Retro-Spiele ja oftmals eher knuddelig und niedlich und gefällig sein wollen und nicht derbe. Infernax ist wirklich ein richtig gelungenes, kleines Erkundungs- und Geschicklichkeitsspiel mit genau der richtigen Länge. Nicht zu kurz, nicht zu lang und gegen Ende hin wird's wirklich knackig. Wer alle Geheimnisse, Enden, Nebenquests und Easter Eggs finden will, kann sich mit dem Ding schon so ein, zwei Wochen beschäftigen. Mir gefällt's sehr und ich empfehle euch mal reinzuschauen. Es ist erhältlich auf Steam, Switch, PS4 und Xbox-Konsolen und wenn ihr einen Game Pass habt, ist es da auch enthalten. Also, Morgenstern polieren und losblättern! Ja, das war mal wieder ein kleiner Indie-Tipp. Ich dachte mir echt, es muss doch ein Gegengewicht zu den ganzen großen Titeln geben. Und jetzt bin ich natürlich auf eure Meinung gespannt. Bin ich der Einzige, der Infernax gezockt hat? Habt ihr es auch schon auf der Liste oder habt ihr es vielleicht womöglich sogar schon durchgespielt? Würde mich sehr interessieren, wie ihr zu den Dingen steht. Und generell ist natürlich auch hier wieder euer Feedback gefragt. Sollen wir immer wieder mal so uns kleine Sachen auch angucken oder interessiert euch das nicht so? Das stelle ich wie immer gut gelaunt zur Diskussion. Also, das war meine ganz kleine Liebeserklärung an Infernax. Vielen Dank fürs Zusehen. Schönes Wochenende und splattert noch ein bisschen.